Moinsen, ihr Lieben. Wie ihr seht, stehe ich gerade vor dem Berliner Hauptbahnhof und mache mich jetzt auf Tour. Und zwar bin ich unterwegs mit meinem Verein Stigma e.V. Richtung Wilhelmshaven. Sande heißt das kleine Örtchen, glaube ich. Und dort werden 2 Tage Präventionsarbeit an der Schule mit uns, mit Kids, endlich mal wieder nicht am Laptop rumhängen, nicht Online-Prävention, sondern in echt. Ich freue mich riesig und dahin nehme ich euch jetzt mal mit. Freue mich. Und los geht er wieder. Ja, das geht jetzt schon gut los. Erster Teil der Strecke, ich fahre gerade nur nach Hamburg, habe schon 15, 16, 17 Minuten Verspätung und ja, da seht ihr es gerade. 14:22 sollte ich ankommen, 14:37 komme ich an, wenn wir Glück haben. Richtiges Geld jetzt. Bei der Gelegenheit gerade mal, wenn ich hier vor der Kamera rauf bin, das kotzt mich so an, dass ich so einen Schmacht habe zwischendurch. Ja, und schon echt geneigt war, auf der Zugtoilette zu rauchen, aber hey, nee, läuft nicht mehr so ein Scheiß. Aber ja, ist immer eine Herausforderung für mich dann auch, das Nikotin irgendwie einschränken zu müssen unterwegs. Das ist ja immer noch eine scheiß Aufgabe, Alter. Guck mal, wen ich getroffen habe. Der liebe Paul ist da, mein Vereinskollege. Und jetzt machen wir noch die letzten Minuten bis Sande. Dann gibt es lecker was zu essen. Ich habe gehört, wir sind nicht im Hotel. Wir kommen privat bei einem der Lehrer unter. Ich bin gespannt. Wird bestimmt ein lustiger Abend. Und wir bereiten uns heute dann nur noch vor. Lass ich euch kurz auch noch mit reingucken gleich. Und ja, ich bin gespannt auf morgen. So, jetzt sind wir in Sande angekommen. Da hinten sitzen der Paul und der Kai. Der Kai ist einer der Lehrer, die uns morgen an der Schule bei der Präventionsarbeit begleiten. Und tatsächlich sind wir heute nicht im Hotel morgen, sondern wir sind bei Kai, privat. Guckt euch das an. Er hat sich irgendwann gedacht, er hat keinen Bock mehr auf Miete bezahlen und steckt jetzt alles hier hinein. Schön. Zu mir wäre es tatsächlich zu ruhig, aber... Ja, schon schön, schon schön. Und jetzt? Lecker was essen, Mann. Okay. Aber, sieht echt lecker aus. Nichts ist umsonst im Leben. Guten Morgen, Paul. Guten Morgen. Guten Morgen, Kai. Jetzt geht's ab in die Schule. Was denn? Was hat er denn? Das Auto hat immer zu nutzen, glaube ich. Irgendwas zu meckern hat das immer. Ja, ist doch so. Jetzt. Aber egal, wir kriegen das schon hin. Oh, wir sind angekommen. IGS Wilhelmshaven. Ja. Richtiges Gewusel hier. Wir räumen gerade die Stühle alle hin. Paul bereitet da hinten alles vor für die Präsentation. Und der Raum ist auch gleich fertig. Mittagessenzeit, hört ihr diesen Geräuschepegel? Ich schwöre, einen Sack Flöhe zu hüten ist einfacher als das hier. Aber es macht Spaß, es ist echt schön, auch mit den Kindern zu arbeiten. Es ist einfach nur genial. Ist eine ganz tolle Aufgabe, bin ich sehr froh drum, dass ich die hier gefunden habe. Oder besser gesagt, dass mich diese Aufgabe gefunden hat. Bin ich sehr, 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 sehr glücklich mit. Und vielen lieben Dank an alle, die auch unseren Verein unterstützen. Werdet gerne Mitglied bei Stigma e.V. Und unterstützt die gute Sache einfach. Unsere Kinder sind es wert. Und in diesem Sinne, ihr Lieben. Zwei Tage IGS Wilhelmshaven. Kai, was sagst du? War das eine gute Aktion? War eine super gute Aktion. Zwei anstrengende Tage auf jeden Fall. Zwei emotional super bewegende Tage. Ich habe eine ganze Menge über die Kids gelernt, was ich nicht wusste. Die haben, glaube ich, eine ganze Menge über sich gelernt. Und, ja, denke ich auch. Die haben jetzt gut ausgefiltert auch, bei sich geguckt total. Und so. Und wir haben jetzt auf jeden Fall auch eine ganze Menge Hausaufgaben sozusagen mitgenommen, die wir in den nächsten Wochen noch beackern können. Und
Ich habe das gerade noch gemerkt, als wir fertig waren, die sind ins Gespräch gekommen, so, ey, hast du vielleicht auch mal ein Problem gehabt und so. Ja. Und, das sind einfach nochmal anders Neugierde auf das Thema geweckt, ne? Auf jeden Fall. Türen aufgegangen, ohne dass hinter jeder Tür irgendwie eine Packung Angst und Strafe war, sondern vor allem Packung Interesse und Verständnis. Genau. Das hat mich echt gefällt. Also, geiles Projekt. Ja, geiles Projekt. Und wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Wunderbare Tage in EGS Wilhelmshaven, hat großen Spaß gemacht. Dicke Props nochmal an den Lehrer Kai, der uns da die 2 Tage begleitet hat und das Ganze im Grunde auch mit uns moderiert hat. Super toll gemacht hat auf jeden Fall. Geile Zusammenarbeit, ganz, ganz tolle Schüler, die wirklich gut mitgearbeitet haben. Es hat großen Spaß gemacht. Ne? Ja, auf jeden Fall. Kai könnte auch ein wichtiger Bestandteil zukünftig werden von der Arbeit. Absoluter Gewinn gewesen, auch bei ihm zu Hause, ja, Übernachtung, wie das war. Der Hof. Wir sind nochmal an die Substanz gegangen. Ja, das war echt bereichernd und ja, für die Arbeit von uns kann man sagen, das Konzept funktioniert einfach. Ja. Der Zugang der Schülerinnen und Schüler zu dem Thema. Prävention auf Augenhöhe. Passiv. Lebenserfahrung, ja, Lernen aus Lebenserfahrung, das geht auf. Und es ging auch auf, dass wir das nochmal methodisch aufgebrochen haben. Ja. Das auf jeden Fall nochmal war absoluter Mehrwert, dass die Schülerinnen und Schüler nochmal mehr selbst erarbeiten mussten. Ja, in den kleinen auch, Gruppen, ne? Und das auch der ganze Lebensbereich ab. Also ja. Nicht nur über Substanzen geredet haben, sondern auf das auch ganze soziale Netzwerk drumherum etc. Sozialpsychologisch einsortiert haben. Ne? Also die Themen dann vom Gefühl über Persönlichkeit also bearbeiten können und so selbstständig entscheiden können. Karte entstanden sind, auf der Basis jetzt weitergearbeitet wird. Und das ist ja sowieso das Wichtige, dass ja, das mit unserem Besuch nicht stehen bleibt, sondern dass in der Schule weiter bearbeitet wird. Genau. Das Thema ist ein Lebensthema. Was man vielleicht noch hinzufügen muss ist, oder kann, dass wir gerne auch mit Eltern mehr arbeiten würden. So, also den Elternabend, den sollte man unbedingt dabei haben. So, das war diesmal leider nicht der Fall. Und mehr Lehrerinnen und Lehrer. Also ja. Die dann bei dem Seminar und der Fortbildung waren, das war wirklich ein positiver Austausch, bemerkenswert. Auch sehr offen, ne? Was da wo die Grenzen sind, was vielleicht nicht ganz richtig läuft, aber irgendwie auch nicht anders machbar ist im Moment. Also es war wirklich, es hat auch da an der Stelle großen Spaß gemacht, der Austausch. Und ich glaube auch einiges in Bewegung gebracht oder das ein oder andere angestoßen auf jeden Fall. Vor allem auch bemerkenswert war nochmal, dass die auch an ihre Grenzen stoßen, was das System betrifft. Ne? Also, ja. Das sind Geschichten von Schülerinnen, die ja, ihre Themen haben und in der Psychiatrie dann vorgesprochen wird und eigentlich klar ist, sie bräuchten dringend Hilfe. Dort gesagt wird, leider kein Platz. Ja? Also dass da ein erheblicher Mangel ist an Kommunikation zwischen den Institutionen und selbst wenn man helfen will sozusagen, und auch eine Veränderungsmotivation bei den Schülerinnen und Schülern da ist, dass das System es nicht schafft, sie schnellstmöglich wirklich auch die Hilfe anzubieten. Ja, das umzusetzen halt. Ne? Das umzusetzen und dass dann Lehrerinnen und Lehrer da ja, engagierte Menschen davor stehen und nicht mehr weiter wissen, weil sie keine Ansprechpartner haben. Die Verantwortung übernehmen wollen für die Gesundung der Menschen. Ja. Oder dafür, dass sie gar nicht erst krank werden. So, zu kurz nämlich. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann meldet euch gerne bei Stigma e.V. bei Paul, steht euch Rede und Antwort, werdet gerne Mitglied. Ihr könnt auch gerne spenden, ich werde einen Spendenlink unten einfügen. Unterstützt uns bei unserer Arbeit, ist nämlich wertvoll. Wir sehen uns. Bis dann.